ich sah, und sieh, das Böcklein stehend auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000 habend seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihren Stirnen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie eine Stimme von vielen Wassern und wie eine Stimme von lautem Donner. Und die Stimme, die ich hörte, wie von Kitarrasängern, die auf ihren Kitarrei spielen. Und sie singen etwas wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Lebewesen und den Älteren. Und niemand konnte lernen das Lied außer den 144.000, die gekauft wurden von der Erde weg. Diese sind es, die zusammen mit Frauen nicht befleckt wurden. Jungfräulich sind sie nämlich. Diese, die folgen dem Böcklein, wohin auch immer es führt. Diese wurden gekauft von den Menschen weg. Erstlingsgabe für Gott und das Böcklein. Und in ihrem Mund wurde Lüge nicht gefunden. Tadellos sind sie. Und ich sah einen anderen Engel fliegen in der Mitte des Himmels, habend eine frohe Verkündigung, eine überdauernde, froh zu verkündigen den auf der Erde Sitzenden und jeder Bevölkerung und Stamm und Sprache und Volk, sprechend mit einer lauten Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ruhm, weil gekommen ist die Stunde seines Richtens, und huldigt dem, der gemacht hat den Himmel und die Erde und Meer und Quellen von Wasser. Und ein anderer Engel, ein zweiter, folgte sprechend: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die von dem Wein des Ingrims ihrer Hurerei zu trinken gegeben hat allen Völkern. Und ein anderer Engel, ein dritter, folgte ihnen sprechend mit lauter Stimme: Wenn einer verehrt das Tier und sein Bild und erhält ein Kennzeichen auf seine Stirn oder seine Hand, wird er selbst sowohl trinken vom Wein des Ingrims Gottes, dem ungemischt gemischten, in dem Becher seines Zorns, als auch gequält werden in Feuer und Schwefel vor heiligen Engeln und vor dem Böcklein. Und der Rauch ihrer Qual steigt für Zeitalter von Zeitalter auf, und nicht haben sie Ruhe tags und nachts, die das Bild, die das Tier und sein Bild verehren, und wenn einer nimmt das Kennzeichen seines Namens. So ist die Beharrlichkeit der Heiligen, die beachten die Gebote Gottes und die Treue Jesu. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sprechen: Schreib, reich beschenkt die Toten, die im Herrn sterben von jetzt an. Ja, sagt der Geist, damit sie ausruhen werden von ihren Mühen, denn ihre Taten folgen mit ihnen. Und ich sah und sieh eine weiße Wolke und auf der Wolke einen Sitzenden, einen Menschensohn gleichen, habend auf seinem Kopf einen goldenen Kranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam heraus aus dem Tempel, schreiend mit lauter Stimme zu dem Sitzenden auf der Wolke: Schicke deine Sichel und ernte ab, weil gekommen ist die Stunde abzuernten, weil zu trocknen begann die Ernte der Erde. Und er schleuderte der Sitzende auf der Wolke seine Sichel auf die Erde, und abgeerntet wurde die Erde. Und ein anderer Engel kam heraus aus dem Tempel, dem im Himmel, haltend auch selbst eine Sichel, eine scharfe. Und ein anderer Engel kam heraus aus der Opferstätte, haben Vollmacht über das Feuer, und rief mit lauter Stimme zu dem, der hat die Sichel, die scharfe, sprechend: Schicke deine Sichel, die scharfe, und lese die Trauben des Weinstocks der Erde, weil reif wurden seine Reben. Und er schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde und warf ihn in die Kelter des Ingrims Gottes, den Großen. Und getreten wurde die Kelter außerhalb der Stadt, und herauskam Blut
aus der Kälte bis zu den Zügeln der Pferde 1600 Stadien weg. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, ein großes und wunderbares. Sieben Engel haben sieben Schläge, die letzten, weil in ihnen vollendet wurde der Ingrimm Gottes. Und ich sah etwas wie ein Meer, ein gläsernes, gemischt mit Feuer, und die Sieger vom Tier her und von seinem Bild her und von der Zahl seines Namens her stehend am Meer, dem Gläsernen, habend Kitarei Gottes. Und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Böckleins sprechend: Groß und wunderbar deine Taten, Herr, der Gott, der Allherrscher. Gerecht und wahr deine Wege, der König der Bevölkerungen. Wer wird dann gewiss nicht von Furcht ergriffen, Herr, und wird nicht deinen Namen rühmen? Weil allein, makellos, weil alle Bevölkerung kommen werden und vor dir Verehrung erweisen werden, vor dir, weil deine Rechtsansprüche offenkundig wurden. Und nach diesem sah ich, und geöffnet wurde der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel, und heraus kamen die sieben Engel, haben die sieben Schläge aus dem Tempel eingehüllt in Leinen, reines, glänzendes, und umgürtet um die Brüste mit goldenen Gürteln. Und eines aus den vier Lebewesen gab den sieben Engeln sieben Schalen, goldene, gefüllt mit dem Ingrimm Gottes, des Lebendigen in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Und angefüllt wurde der Tempel von Rauch aus dem Ruhm Gottes und aus seiner Macht. Und niemand konnte hineingehen in den Tempel, bis vollendet sind die sieben Schläge der sieben Engel. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel sprechen zu den sieben Engeln: Macht euch auf und gießt aus die sieben Schalen des Ingrimms Gottes auf die Erde. Und weg ging der Erste und goss aus seine Schale auf die Erde. Und es wurde ein Geschwür, ein böses und schlimmes, über die Menschen, die haben das Kennzeichen des Tieres und die huldigen seinem Bild. Und der Zweite goss aus seine Schale ins Meer, und es wurde Blut wie eines Toten, und jeder Hauch vom Leben starb, das im Meer. Und der Dritte goss aus seine Schale in die Flüsse und die Quellen der Wasser, und es wurde Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sprechen: Gerecht bist du, der Seiende und der immer war, der Makellose, weil du dieses Gericht begonnen hast, weil sie Blut von Heiligen und Propheten vergossen haben und du ihnen Blut gegeben hast zu trinken. Wert sind sie es. Und ich hörte die Opferstätte sprechen: Ja, Herr, der Gott, der Allherrscher, wahr und gerecht deine Urteile. Und der Vierte goss aus seine Schale auf die Sonne, und gegeben wurde ihr zu versengen die Menschen mit Feuer, und versenkt wurden die Menschen mit großer Versengung. Und sie beredeten schädlich den Namen Gottes, der hat die Vollmacht über diese Schläge, und sie dachten nicht um, ihm Ehre zu geben. Und der Fünfte goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und es wurde seine Königsherrschaft verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen aus der Pein heraus. Und sie beredeten schädlich den Gott des Himmels aus ihrer Pein heraus und aus ihren Geschwüren heraus. Und sie dachten nicht um, aus ihren Taten heraus. Und der Sechste goss aus seine Schale auf den Fluss, den großen, den Euphrat, und ausgetrocknet wurde sein Wasser, damit bereitet werde der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des Lügenpropheten drei unreine Geister wie Frösche. Sie sind nämlich Geister von dämonischen Zeichen machen, die ausgehen über die Könige der ganzen bewohnten Erde, sie zusammenzuführen in den Krieg des Tages des gewaltigen Gottes, des Allherrschers. Sieh, ich komme wie ein Dieb.
reich beschenkt, der Wachende und auf seine Gewänder achtende, damit er nicht nackt umhergeht und sie seine Unförmigkeit sehen. Und er führte sie zusammen an den Ort, der genannt wird auf Hebräisch Armageddon. Und der siebte goss aus seine Schale auf die Luft und heraus kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her sprechend: Es ist geschehen. Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben wurde, ein gewaltiges, wie es nicht wurde, seit ein Mensch wurde auf der Erde, ein so großes Erdbeben, ein so gewaltiges. Und es wurde die Stadt, die große, zu drei Teilen und die Städte der Bevölkerung fielen. Und Babylon, die große, wurde bedacht vor Gott, ihr zu geben, dem Becher des Weines, des Ingrims seines Zornes. Und jede Insel floh und Berge wurden nicht gefunden. Und großer Hagel, wie ein Talent schwer, steigt herab aus dem Himmel auf die Menschen und die Menschen beredeten Gott schädlich aufgrund des Schlages des Hagels, weil groß ist sein Schlag, gewaltig. Und es kam einer von den sieben Engeln, die haben die sieben Schalen und redete mit mir, sprechend: Hierher, zeigen werde ich dir das Urteil über die Hure, die Große, die sitzt an vielen Wasser, mit der zusammen hurten die Könige der Erde und es berauschten sich die, die bewohnen die Erde an dem Wein ihrer Hurerei. Und er trug mich weg in eine Einöde im Geist. Und ich sah eine Frau sitzend auf einem Tier, einem scharlachroten, voll hinsichtlich Namen einer Schadensrede, haben sieben Köpfe und zehn Hörner. Und die Frau war umkleidet mit purpurfarbenem und scharlachrotem und vergoldet mit Gold und kostbarem Stein und Perlen, habend einen Becher, einen goldenen, in ihrer Hand voll von Abscheulichkeiten und hinsichtlich des Unreinen ihrer Hurerei und auf ihrer Stirn ein Name geschrieben, ein Geheimnis: Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Abscheulichkeiten der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blute der Heiligen und vom Blute der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich, sie sehend, Verwunderung, große. Und es sagte mir der Engel: Weshalb hast du dich verwundert? Ich werde dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt, das hat die sieben Köpfe und die zehn Hörner. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und ist im Begriff hinaufzusteigen aus dem Abgrund und ins Verderben zieht es. Und von Verwunderung ergriffen werden die Wohnenden auf der Erde werden, deren Name nicht geschrieben ist auf das Buch des Lebens von der Gründung des Kosmos an, wenn sie schauen das Tier, das es war und nicht ist und da sein wird. So der Verstand der Weisheit hat. Die sieben Köpfe, die sieben Berge sind sie, wo die Frau sitzt auf ihnen. Und sieben Könige sind sie. Die fünf sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, kurz muss er bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, sowohl ist es selbst der achte, als auch ist es von den sieben und ins Verderben zieht es. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, zehn Könige sind sie, die die Königsherrschaft noch nicht genommen haben, sondern Vollmacht wie Könige eine Stunde nehmen mit dem Tier. Diese haben einen Gedanken und ihre Macht und Vollmacht geben sie dem Tier. Diese werden mit dem Böcklein Krieg führen und das Böcklein wird sie besiegen, weil es Herr von Herren ist und König von Königen und die mit ihm Berufene und Auserwählte und Treue sind. Und er sagt mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, Völker und Massen sind sie und Bevölkerung und Sprachen.
die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden hassen, die Hure, und verlassen werden sie sie machen und nackt. Und ihre Fleischstücke werden sie essen und sie verbrennen im Feuer. Denn Gott gab an ihre Herzen auszuführen seinen Gedanken und auszuführen einen Gedanken und zu geben ihre Königsherrschaft dem Tier, bis ihr Ziel finden werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die Stadt, die große, die hat Königsherrschaft über die Könige der Erde. Nach diesem sah ich einen anderen Engel herabsteigen aus dem Himmel, haben große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet aus seinem Glanz. Und er schrie mit starker Stimme sprechend, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und sie wurde Behausung von Dämonischen und Gefängnis jedes unreinen Geistes und Gefängnis jedes unreinen Vogels und Gefängnis jedes unreinen Tieres, jedes Verhassten, weil aus dem Wein des Ingrims ihrer Hurerei gefallen sind alle Völker und die Könige der Erde mit ihr Hurten und die Kaufleute der Erde aus der Macht ihrer Begierde reich wurden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sprechen. Kommt heraus, mein Volk, aus ihr, damit ihr nicht Gemeinschaft bekommt mit ihren Verfehlungen und aus ihren Schlägen, damit ihr nicht empfangt, weil zusammengeleimt wurden ihre Verfehlungen bis zum Himmel und Gott ihrer Unrechttaten gedachte. Zahlt ihr aus, wie auch sie ausgezahlt hat und verdoppelt das Doppelte gemäß ihren Taten. In dem Trank, den sie mischte, mischt ihr doppelt. Wie sehr sie sich rühmte und begehrlich machte, so viel gebt ihr Qual und Leid, weil sie in ihrem Herzen sagt, ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht und Leid sehe ich gewiss nicht. Deswegen werden an einem einzigen Tag kommen ihre Schläge, Tod und Leid und Hunger. Und in Feuer wird sie verbrannt werden, weil stark ist Herr der Gott, der sie Richtende. Und weinen und wehklagen über sie werden die Könige der Erde, die zusammen mit ihr Hurten und Begierde erweckten, wenn sie sehen den Rauch ihres Feuerbrandes. Von Ferne stehend wegen der Furcht vor ihrer Qual sprechend. Wehe, wehe, die Stadt, die große Babylon, die starke, die Stadt, weil binnen einer Stunde dein Gericht kam. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil ihre Ware keiner mehr kauft. Ware von Gold und Silber und kostbarem Stein und Perlen und feinem Leinen aus Purpur und seidenem um Scharlach und jedes wohlriechende Holz und jedes Ding aus Elfenbein und jedes Ding aus besonders kostbarem Holz und Bronze und Eisen und Marmor und Zimt und Kardamom und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und feines Mehl und Getreide und Viehherden und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibern und Leben von Menschen. Und die Frucht deiner Begierde der Seele ging weg von dir. Und alles Glänzende und Strahlende ging verloren, weg von dir. Und nicht mehr, gewiss nicht, werden sie es finden. Die Kaufleute dessen, die reich gewordenen von ihr, von Ferne werden sie stehen wegen der Furcht vor ihrer Qual, weinend und trauernd, sprechend. Wer, die Stadt, die große, die umkleidet ist mit feinem Leinen und purpurnen und scharlachfarbenem und vergoldet ist mit Gold und kostbarem Stein und Perle, weil binnen einer Stunde verwüstet wurde so großer Reichtum. Und jeder Steuermann und jeder, der zu seinem Ort segelt, und Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, von Ferne stellten sie sich hin und schrien sehend den Rauch ihres Feuerbrandes sprechend, wer gleicht der Stadt der Großen? Und sie warfen Staub auf ihre Köpfe und schrien weinend und trauernd sprechend, wer die Stadt die Große, in der reich wurden alle, die Schiffe haben auf dem Meer aus ihrer Prunkhaftigkeit, weil sie binnen einer Stunde verwüstet wurde, sei frohgestimmt über sie, Himmel, und die Heiligen und die Apostel und die Propheten,
weil vollstreckt hat Gott euer Urteil aus ihr heraus. Und es hob ein starker Engel einen Stein wie einen großen Mühlstein und warf ihn in das Meer, sprechend: So wird mit Wucht geworfen werden Babylon, die große Stadt, und gewiss nicht wird sie mehr gefunden werden. Und ein Klang von Kitarrasängern und Musikern und Aulos-Spielern und Posaunisten, gewiss nicht, wird er gehört in dir mehr. Und jeder kunstvoll Werkende, jeder Kunst, gewiss nicht, wird er gefunden in dir mehr. Und ein Klang einer Mühle, gewiss nicht, wird er gehört in dir mehr. Und ein Licht einer Fackel, gewiss nicht, scheint es in dir mehr. Und eine Stimme eines Bräutigams und einer Braut, gewiss nicht, wird sie gehört in dir mehr. Weil deine Kaufleute waren die einflussreichsten der Erde, weil durch deine Giftmischerei irregeführt wurden alle Bevölkerungen und in ihr wurde Blut vom Propheten und Heiligen gefunden und von allen, die geschlachtet sind auf der Erde.